Hallo, heute sind wir im Aquazoo Lübbecke Museum. Jordanien kommt, aus einem sehr begrenzten Gebiet in Jordanien, aus der sogenannten Azraq-Oase. Das heißt, es ist eine endemische Art, die gibt es nur dort. Und diese Oase ist aktuell stark bedroht durch Austrocknung. Also das Grundwasser wird in der Region sehr stark genutzt für die Hauptstadt Amman, die ist sehr in der Nähe gelegen. Und dadurch ist dieses Feuchtgebiet, in dem er eigentlich vorkommt, immer kleiner geworden, sodass also sein Lebensraum sehr stark eingegrenzt ist und sich dieser Klärpfling dort gar nicht mehr richtig vermehren kann und gar keinen geeigneten Lebensraum mehr findet. Die Tiere, die heute in der Natur noch zu finden sind, die gehen eigentlich alle auf den Menschenobhut gemachte Nachzuchten zurück. Also in der Natur waren die im Grunde schon ausgestorben und dann sind sie eigentlich immer wieder nachbesetzt worden aus Zuchtbeständen. Und inzwischen ist es so, dass diese Azraq-Oase wieder renaturiert wird. 5% dieser ursprünglichen Oase sind wieder zu einem Feuchtgebiet renaturiert worden. Und dort kann also jetzt der Klärpfling inzwischen sich auch wieder natürlich vermehren, wird aber auch immer noch unterstützt, dadurch, dass man also in Menschenhand gezogene Klärpflinge dort aussetzt. Diese Tiere haben einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Man sieht das hier im Becken. Zum Teil sind da ja Fische drin, die so schwarze Streifen oder helle Streifen haben. Das sind die Männchen. Und die Weibchen sind ein bisschen unspektakulärer gezeichnet, nicht ganz so farbenprächtig. Und wir haben auch vorhin hier schon im Becken einen Jungfisch gesehen. Das ist eigentlich was Besonderes, weil diese Art sich leider immer so ein bisschen selber an der Vermehrung hindert. Das heißt, die Weibchen legen ihre Eier, drehen sie um und fressen sie im Grunde selber schon sofort wieder auf, beziehungsweise die anderen Fische tun es halt, die in dem Aquarium mit drin sind. Sodass es ganz wichtig ist, ein reich strukturiertes Becken für diese Art zu haben, dass die Eier dann also möglichst irgendwo in Javamoos oder ähnliches, also in die Wasserpflanzen einsinken können und da dann sicher sind vor dem Zugriff der anderen Fische. Und nach 6 bis 14 Tagen schlüpfen dann ungefähr die Jungtiere, das hängt so ein bisschen von der Temperatur ab. Und auch diese Jungtiere müssen dann sehen, dass sie sich vor ihren Elterntieren oder vor den anderen, vor ihren Artgenossen in Sicherheit bringen und einfach nicht gefressen werden. Die sind einfach nicht sehr groß und das ist natürlich eine willkommene Nahrungsquelle für die anderen, die im Aquarium schwimmen, für die anderen Fische. Hier sieht man jetzt mal schön einen Jungfisch, der ist jetzt schon bestimmt 14 Tage alt, vielleicht sogar schon 3 Wochen. Der hat es also geschafft, hier in diesem Becken so zu überleben, ist aus dem Ei geschlüpft und hat sich immer rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Man sieht auch, dass er sich jetzt hier immer schön zwischen dem Pflanzenmaterial versteckt, damit er also möglichst gar nicht von seinen Artgenossen gesehen wird. Bei Zoos Media schauen wir hinter die Kulissen moderner Zoos. Wenn euch das interessiert, vergesst nicht am Ende des Videos den Kanal zu abonnieren. Hier sieht man jetzt Eier vom Azraq-Klärpfling. Man sieht, einige Eier sind so komisch weiß. Die müssen wir noch aussortieren. Die sind verpilzt oder einfach haben sich nicht entwickelt. Und die Eier, die so ein bisschen dunkel verfärbt sind, da wächst im Grunde ein kleiner Fisch drin heran. Vielleicht sieht man das auch in der Aufnahme, dass der sich so ein bisschen bewegt. Und nach ein paar Tagen werden die dann jetzt hier schlüpfen und dann hat man also die Jungfische, wie wir sie auch noch im Film zu sehen bekommen, die dann auch gleich als voll entwickelter Fisch durchs Wasser schwimmen und sich entsprechend versuchen zu ernähren und kleinstes Plankton aufnehmen. Hier sind jetzt junge Afanio Serrani in verschiedenen Altersklassen zu sehen in diesem Aquarium. Wir haben hier Tiere aus dem November. Die sind im November aus den Eiern geschlüpft. Und hier relativ junge Tiere, die im Dezember, Anfang Dezember geschlüpft sind, die also jetzt erst wenige Tage alt sind. Bei
Menschen ist es so, dass die Jungfische nicht ganz so klein sind. Die können dann auch schon ein bisschen größere Nahrung aufnehmen. Man sieht einen relativ großen Kopfbereich. Das kann man also ganz gut erkennen, wenn man die im Aquarium hat. Wir hatten ja vorhin im Becken selber auch schon einen Jungfisch gesehen. Der war also schon deutlich älter. Und diese hier sind jetzt eben, wie gesagt, 14 Tage bzw. wenige Tage alt. Hier hinter den Kulissen können wir uns besonders gut nochmal um sie kümmern. Wir haben sie besser im Blick, als wenn sie jetzt im Aquarium oder in Einhängekäfigen im Aquarium sind, sodass man hier mal rechtzeitig erkennen kann, wenn es einem Fisch nicht gut geht oder wenn man auch vielleicht mal einen verstorbenen Fisch rausnehmen muss. Das ist natürlich immer so, dass bei so Tierarten, die relativ viel Nachwuchs produzieren, auch immer mal wieder welche sterben. Die muss man rechtzeitig dann rausnehmen aus dem Becken, damit die Wasserqualität auch immer gut für die anderen Jungfische dann ist. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.